Der Sieger des letzten Jahres. Italien, Bella Italia. Ja, der war super letztes Jahr, ne? So ein junger Mann mit so einem bunten... Nein, letztes Jahr war die Rockband. Ach stimmt, das fand ich furchtbar. Ich konnte mit dem Song auch nichts anfangen. Ich habe verstanden, warum es gewonnen hat. Weil sie nackelig waren. Nein, das gehörte, glaube ich, zum Auftritt einfach dazu, weil das war so... Ja, das ist doch Glam, das ist ein Glam-Rock, was die gemacht haben. Aber da ich in der Rockmusik nicht so bewandert bin, also mir hat es nicht gefallen. Ich fand das voll scheiße. Aber wie gesagt. Es war so ein Krach und dann waren die nackig und haben sich dann mal rumgeräkelt und so und rumgehüpft. Ja, aber das gehört, glaube ich, zur Rockmusik eben dazu. Also das Gesamtpaket stimmte. Ja, hübsch waren sie schon, ne? Aber das war mir zu viel nackelig. Gut, dann zu viel nackelig. Wir kommen jetzt zu einem Duett. Einer Liebesballade zwischen zwei. Von zwei Männern gesungen. Also ob es um Liebe zwischen den Männern geht, das ist noch nicht ganz so sicher, aber es ist eine Liebesballade. Einer der Sänger ist Mahmut. Das war der mit dem bunten Hemd. Der war gut. Der war super. Der zweite Sänger ist Blanco. Der ist in Italien auch schon sehr bekannt. Ist sehr jung. Der ist jetzt 19. Ist der auch nackelig, wenn der Blanco heißt? Nein. Ist er nicht. Oder ist er mit dem Roberto Blanco ver... Nein, das garantiert nicht. Okay. Welcher sei? Es ist eine Liebesballade. Es geht darum, wie schwierig Liebe manchmal sein kann. Dass sie so stark ist, dass man sich am liebsten wieder trennen möchte, weil das Gefühl so überwältigend ist, dass es weh tut. Das habe ich schon öfter gehört, wenn die Männer gesagt, ich liebe dich so dolle, ich halte das nicht aus, ich muss dich verlassen. Das ist mir zwei, drei Mal passiert. Okay. Ja, das verstehe ich. Das ist echt, das ist wirklich tragisch, das wird bestimmt ein trauriges Lied. Ich denke mir, keine Bilder. Okay, es ist nicht ganz sicher, geht es jetzt um Liebe zwischen den Zweien oder singen sie über eine andere Liebe? Ist egal. Man weiß auch nicht genau, es kann auch eine platonische Liebe sein, obwohl einmal das Wort Sex vorkommt. Wir werden mal sehen. Aber haben Sie schon mal platonischen Sex gehabt? Nee. Oder? Platon? Doch im Kopf. Man kann doch im Kopf Sex haben. Was hat das mit Plato zu tun? Platonisch. Ja, aber platonisch heißt eigentlich, ne, dass er zwischen zwei Jungs, also einem älteren und einem jüngeren ist, ne? Der Plato hat nämlich irgendwie so mit den Jungs immer rumgemacht. Und hat man platonische Liebe genannt. Man denkt dann heute, weiß ich ganz genau. Ja, weil es ohne Sex nichts, war. Hätte nichts mit. Die haben aneinander rumgefuchtelt. Man sagt, man hat geglaubt, das wäre ohne Sex. Dabei waren die homosexuell. Und jetzt sind die vielleicht auch, aber das ist ja wurscht. Also in dem Musikvideo, haben die beiden keinen Sex, aber der Mahmut kuschelt mit einem anderen Mann. Da war man verwundert, weil bisher Mahmut nicht wirklich ein Coming-out hatte. Und man fragt sich, ob das jetzt ein Coming-out gewesen ist. Aber ist das wichtig? Nein. Eigentlich überhaupt nicht. Ne? Wenn du liebst, liebst du. Genau. Dieser Song geht schon als Favorit ins Rennen. Das sollst du mir doch nicht vorher sagen. Ich soll doch selber gucken. Das kann ja sein, dass sie den scheußlich finden. Weiß ich doch eben nicht. Eben. Wenn ich jetzt aber vorverurteilt werde, bin ich doof. Ich will das selber verurteilen. Unverkennbar, Mahmut. Guck mal, was der für Klumpern war. Der ist ein hübscher Kerl. Ja. Scheiß Frieser, aber ist super hübscher Kerl. Ist modern. Deswegen ist es immer nicht schön. Da kriegt mir Gänsehaut! Also wer diese beiden Stimmen gesetzt hat, dem gehört ein Oscar verliehen. Weil er hat eine komplett andere Stimme und trotzdem harmoniert das. Das ist schon genial. Oh. Und er ist 19. Echt? Aber der sieht schon angestammt geil aus. Ich weiß gar nicht, ob er schon 30 ist, der Mahmut. Oh, das finde ich richtig gut. Das ist total schwerste, traurigste Romantik. Ja. Die sich
angucken. Ne? Ja. Da kann man auch suchen unter der Dusche. Unter der Dusche? Ja, ja, ja. Das ist, also, das ist jetzt langsam dann so eine enge Schlungen, kein Disco-Box. Nein, es geht in dem Song ja auch davon, dass man manchmal keine Worte findet oder Worte hat, aber sie dem anderen nicht direkt sagen möchte. Und ich glaube, das war dieses auch umeinander rumtanzen, ne? Guck mal, so schön kann man auch rappern. Ja. Ich fand Gänsehaut am ganzen Körper. Schön angezogen, irgendwie. Ja, sehr schick. Ja, der hat gerade gesagt, du machst mich wahnsinnig mit deiner Liebe, ne? Oder? Ich glaube, dieses hier soll ich sagen, es ist zu viel. Ja, ja, das meine ich. Das macht mich wahnsinnig mit der Liebe. Ja. Toll. Und guck mal, wie die sich freuen. Ja, also für mich ist das, ja, es ist der Knaller. Für mich, dieses Liebeslied. Und auch wie es gesetzt ist, diese Vielfalt, ein Rap-Teil, miteinander, nebeneinander. Trotzdem, das ist alles ein es ist ein Paket. Ne, stört nichts dran. Das, und dieses, was man normalerweise hat, dieses Schnittmuster, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, das ist unterbrochen ein bisschen. Der Song ist nicht vorhersehbar. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, oh, und was kommt jetzt, als der Rap-Teil kam, weil ich da gar nicht mit gerechnet hatte. Ja, trotzdem, das war schön. Das war nicht so hart, ne? Ja, ja. Obwohl das ja schon hart wirkt, weil der harte Wörter, glaube ich, verliert. Ne? Das sieht und schon das, so aus, aber das ist so. Und es ist ohne Klischee. Da stehen zwei junge Kerle auf der Bühne und singen ein Liebeslied. Da ist nichts Klischeehaftes. Hättest du auch zwei Mädchen hinstellen können, aber ob die das so schön gesungen hätten, weißt du auch nicht, ne? Weil die schönen, warmen Stimmen das gerade so schön machen, ne? Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Und was kommt jetzt? Jetzt kann nichts mehr kommen. Jetzt ist eigentlich... Ja, deswegen komme ich jetzt auf was ganz Spezielles. Die müssen nicht in den Semifinale, ne? Nein, die sind qualifiziert. Ja, das ist super, weil dann können wir jetzt den Topf dicht machen und sagen, echt? Die nehmen wir. Was wollen wir denn noch mehr? Ja, ich... Also im Moment würde ich sagen, ja, die gewinnen. Italien wird wieder gewinnen. Es sei denn, es kommt noch ein Song, der ist so ähnlich oder genauso gut und man kann auch Disco Fox drauf tanzen. Ja.